Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival mit unserer dritten Staffel in der bereits 59. Folge. Heute vorproduziert am 4.10. mit der Version 0.4.1. So, wir speichern nochmal. Es ist Tag 44, die Nacht bricht bald heran. Ich habe mich jetzt ein paar Mal sehr dämlich angestellt, aber eine Sache habe ich in diesem Savegame noch gar nicht ausprobiert und das möchte ich jetzt mal machen tun. Vorausgesetzt, ich komme ran. Nö, auch nicht. Da. Habe ich in diesem Savegame tatsächlich noch kein einziges Mal benutzt. Und ich sehe gerade, Vater, wir müssen wirklich einen neuen Longbow machen. Das ist nicht gut, wenn der kaputt geht. Oh, da habe ich noch was Falsches weggeräumt gerade. Ja. Oh, ja. Extrem falsch sogar. So. Das kannst du hier reinwerfen. Medizin können wir gleich oben reinwerfen. Ein Hüngerchen hätten wir, aber das würde jetzt Zeit fressen. Machen wir nicht. Hier nochmal Medizin. Durst. Ja, einen kleinen Schluck. So. So. Boah, ernsthaft? Gibt's doch nicht. So, also wenn wir rein klettern können. Ach nö, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wenn wir reinklettern können, dann hoffe ich doch mal, dass wir auch reinwerfen können. Ja. Hat doch jeder überlebt. War aber laut, also das hat mächtig Rums gemacht. Mehr als einer hat überlebt. Oh. Wo stehen sie denn? Da. Zwei Stück. Einer kommt jetzt rausgerannt. Der bringt mir meine Pfeile wieder. Oh. Das war noch einer ohne Pfeile. Oh, Salz sehr gerne. Aber trotzdem hätte ich gerne den einen da noch weggeschnetzelt. Das war zu weit hinten. Der hat nur gezuckt. Ich sehe seine Füße noch da. Alles klar. Das war natürlich eine richtig schöne Verschwendung. Moin! Ah, wir haben ihn aber anscheinend doch schon vorher getroffen. Mit der Granate. Nur nicht tödlich. Okay, den haben wir anscheinend nicht getroffen. So, erstmal beide Pfeile einsammeln. Die sind ja Prior 1. Oh, sehr schön. Dafür, dass ich jetzt drei Granaten zerteppert habe. Eieieiei. Add Arrows. Oh, da fehlen einige jetzt, ne? Ja. Aber der eine, der hier drin liegt, der ist despawned. Mit meinen Pfeilen? Oh, ich höre noch einen. Hi! Was? Das war ein Einlauf. Ah, doch nicht. Hm. Ah, nein! Lass die Kartoffel da. Die will keiner haben. Oh, wie gemein. Es ist ja despawned. Der hat noch meine Pfeile drin stecken gehabt. Hm. Wieder nur haufenweise Hardsticks. Aber gut, wir machen mal den. Und jetzt gucken wir doch mal durch hier. Schränke, Möbel, Gedönse. Ich dachte gerade noch einen gehört zu haben. Hier geht nicht.
geht auch jeweils nicht. Mal kurz horchen. Nö. So. Möbel geht nicht. Möbel nicht vorhanden. Tür kaputt. Möbel geht nicht. Möbel geht nicht. Mein Lieber, ich glaube... Ach doch nicht. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Oh. Die Kommode ist endlich mal da. Die vorher immer unsichtbare. Hä? Moment, da ging es gerade. Ja. Mach auf. Verdammt, gib her. So. Ah. Sehr schön. Hab ich übersehen. Jetzt ist der Beweis da. Ich habe sie wirklich übersehen damals. Aber hier hatte ich reingeguckt, ne? Jeweils. Na. Ja. Ansonsten unten war ich ja auf jeden Fall. Immer noch kein Waschmittel. Jedenfalls kein Waschpulver. Immer nur Weichspüler. Wirklich schade. Wäre aber mal eine Option wert, finde ich, dass man solche zombie-besetzten Häuser wenigstens dann auch mit Waschmittel ausstattet. So, hier waren ja keine ausnehmbaren Möbel. Hier hatten wir ja bloß die Spinte und Militärkoffer. Die hier in dem Fall nicht neu gespawnt sind. Sind sie immer noch Alpha-Winde? Ah ja, okay. Ne, kaputt machen können wir sie auch nicht. Alles klar. Ich höre im inneren Ohr ständig irgendwelche Zombies. Das ist schlimm. Ich sollte danach Feierabend machen für heute, glaube ich. Aber ich will ja natürlich noch die Folge vom Keck Fox aufnehmen, die ihr gestern gesehen habt. Ja, gut, okay. Dann würde ich sagen, sobald ich den Weg hier rausgefunden habe, verbringen wir auch hier drin die Nacht. Denn es ist schon 18 Uhr. Wenn ich jetzt nach Hause fahre, ist wie auch wieder doof. Ich wollte hier weiter looten. Ach hey, das hier auch liegen lassen irgendwann mal. Hier sind ja auch keine Fenster, wo sie einbrechen können. Das ist sehr, sehr praktisch. Dann werden wir hier schon mal nichts einladen. Stattdessen werde ich mir hier nochmal den Pfeil drauf geben. Das ist sehr ärgerlich, dass ich jetzt so viele Pfeile verloren habe. Hier haben wir auch nicht. Hier können wir noch was drauf geben. Machen wir das. Das können wir oben einsortieren. Ist da was? Eigentlich kann der Müll wegbleiben. Zack, zack. Ja, da passt das jetzt so. Fällt mir ein, kann es sein, dass wir hiervon zu viel haben? Nö. Das ist nur auf 16 Sektor. Tatsache. Dann, ach Quatsch, hier ist doch Munition. Ja. So, das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir auch noch mit, haben wir gesagt. Dann aber noch so rum, die Granaten hier rein. Dann habe ich jetzt aber hier ein Stack immer frei, wa? Ja, ist auch nicht schlimm. Ist sogar gar nicht schlimm. Einen Speer hätte ich gerne wieder, weil ich habe immer gerne drei Speere. Ach Mensch, da ist er doch, der andere. Alles gut. Mach das mal so rum hier. Gut, dann... Aber bevor mir der kaputt geht. Komme ich da oben drauf? Wenn ich rückwärts ranfahre? Bestimmt, ne? So. Das war knapp. So. Sag mal, war ich schon jemals da oben in diesem Safe Game? Ich weiß es gar nicht mehr. Weißt du, in einer früheren Staffel habe ich mal versucht, hier oben zu übernachten und dann auf einmal stand ein Zombie neben mir. Okay, hier haben wir leider nichts gefunden. Jetzt bin ich gespannt, ob ich da aufs Dach komme. Und wenn ja, ob ich da auch in Ruhe gelassen werde. So, und hier. Und alle hopp. Das hat schon mal gefunzt. Da drüben können sie mich nicht erschießen. Nee. Gut. Dann seht ihr ja, hier haben wir noch einiges an Häuser auszuloten. Ich glaube, das Haus hier vorne war sogar das mit den anderen Zombies drin. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz so sicher. Ich gebe jetzt vorsichtshalber ein Safe Game drauf, bevor was ganz, ganz Dummes passiert.
Dann legen wir uns jetzt hier pennen. Ich habe immer noch keinen Schlafsack gebastelt, verdammt. Dann machen wir hier 10 Stunden. Oh. 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 Wir können durchschlafen? Wow. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Machen wir noch 2 Stunden. Ja, wunderbar. Dann kriegen wir auch gleich wieder fast die volle Heilung rein. Das lobe ich mir. Das lobe ich mir. Aber sowas von. Kleines Frühstück hintergezogen. Können wir gleich die nächsten Autos auseinandernehmen. Sehr schön. Wenigstens etwas, das mal funktioniert. Vorsicht, haben wir auf Holz geklopft. Da geht die Sonne auf. Wunderbar. Schön. So, jetzt springt er daneben, bricht sich das Genick und das ganze Spiel ist vorbei. Nee, doch nicht. Okay. So, drinnen hat man jetzt alles ausgeräumt. Wow. So. Dann als nächstes die zwei Häuser hier. Wenn ich da lang fahre, macht das nicht viel Sinn. Mach mal so, so. Noch schnell die zwei Autos hier. Sag mal, ich habe doch irgendwo eine Abbiegung verpasst. Da waren doch noch viel mehr Häuser. Da hinten geht's noch mal hoch oder so, ne? Ja, genau, da ging's ja noch mal hoch. Gut. Dann macht das da lang fahren doch mehr Sinn. Aber nicht hier lang, sondern das andere da lang. Ja, sehr schön. Aber ich denke, wenn wir die Tour durch haben, brauchen wir jetzt nicht noch mal zur Stadt fahren. Da haben wir jetzt erstmal wieder haufenweise Baumaterial. Wir werden zwar wahrscheinlich, um den Bergfried vollenden zu können, um die Burg vollenden zu können, nochmal zur Stadt müssen, um da nochmal die Autos auseinanderzunehmen. Und noch ein bisschen Banditen und auf jeden Fall sehr gerne nochmal, natürlich, Romy, da müssen wir lang. Benzin. So, fahr schon mal ein Stückel vor. Hochfahren wollen wir hier nicht, sondern da hinten wollen wir dann hochfahren. Da müssen wir dann aber nochmal Bäume aus dem Weg räumen. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Oder ich mache das alles zu Fuß. Gucken wir mal. Jetzt ist aber erstmal die Karre hier vorne dran. Und die Herrschaften innerhalb der Hütte. Ja, da sind sie. Und da sind auch wieder unsichtbare Möbel. Oh, da steht doch Sonnenbrand, wa? So. Ey. Immer sachte, mein Kumpel. Er sagt mir gerade, ich hätte hier keine Pfeile drauf, ja. Kommt der nächste? Oh, verdammt. Sehr schön. Oh nein, ein bisschen zu tief. Jetzt war er zu hoch. Komm schon, Headshot. Och, das gibt's doch nicht. Trigger ihn so. So. 1, 2. Sehr gern. Für unsere Beleuchtung. Oh, sehr gerne. Muss ja irgendwie die Granaten wieder ranbekommen. Aber du hast doch bestimmt noch mehr gehabt. Wow. Danke. Habe ich die Wand gepierst hier. Und ist hier noch einer? Manchmal war oben noch einer drin. Boah, Alter. Ich glaube, das ist so nicht gewollt gewesen. Oh Gott. Ah, ich muss dann dringend wieder Pfeile herstellen, auf jeden Fall. Jawohl. Was zu essen, was zum Anziehen, was zum Basteln. Besser als ein Ü-Ei. Sogar was zum Anzünden. Wollt sich klein Kevin. Unten war nichts, ne? Nee. Aber jetzt sind hier auch endlich mal Möbel drin, fällt mir gerade auf, ne? Ach, Hallöchen. Ich möchte meinen, in der vorigen Version des Spiels gab es hier in der Butze unten keine Möbel. Man ist dann da ständig gegen die, Eiferwände gerannt. Ah, naja, Batterien kannst du hier lassen. Kannst du hier lassen, hat gesagt. Sehr gerne.
Gut. Ach, jetzt habe ich kein Crowbar bei ihr, ne? Und brauchen wir hier aber. Komm gleich wieder. Kannst den Koffer eigentlich gleich mit rübernehmen. Zum Auto. Da schon mal draufstehen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier noch irgendwie was finde, was ich nochmal transportieren möchte. Ich dachte eigentlich, wir haben schon alles. Oh ne, brauchst du dir jetzt nicht hinterziehen. Hier Salz kannst du stacken, die Rex kannst du nicht mehr stacken, jetzt sind sie auch verschwunden. Wunderbar, so wollte ich es natürlich nicht haben. Das kannst du aber stacken. Dann machen wir jetzt hier den Koffer langsam voll. Zack, zack, zack. Zack. Aber Flaschen, hatte ich da nicht schon welche eingesammelt vorhin? Nope. Oh, okay. Crowbar. Mensch, das ist doch hier. Falsch. Wieder falsch. Immer noch falsch. Da. Oh. Irgendwann breche ich mir hier noch die Beine in dem Spiel. Irgendwann. So, neuer Versuch. V. Proceed. Oh, hippie, ja, hey. Na, komm schon. Ernsthaft, noch ein Revolver. Ey. Einschmelzen, das wäre noch toll. Hier ist irgendwas Alpha-mäßiges. Ach, das Kissen ist Alpha-Wand. Alles klar. So, hier dürfte ja nichts Wertvolles sein. Okay. Vielleicht doch im Kinderzimmer, klar. Vermutest du natürlich 9mm Munition. Okay. Gut, hier war nichts mehr, ne? Nee. Dann ist das Haus jetzt auch geklärt. Aber jetzt ehrlich, ich glaube, den Revolver lasse ich hier. Keiner von unseren Dumpfbacken kann den benutzen. Unser Revolver nimmt keinen Schaden, wenn wir ihn benutzen. Und so an sich frisst er mir jetzt ja erstmal nur Slots weg. Also irgendjemand muss hier noch eine Zeit lang gelebt haben bis vor kurzem. Der ganze Kasten wabert. Ja, der lebt ja schon. Der ganze Kasten wabert. Warum? Das erklärt aber natürlich, dass die immer noch blühen, ne? Oder wenn das Wasser ist, laut Animation. Alles klar. Jetzt gehen wir erstmal hoch. Nenne ich die wabernder Kasten? Ich weiß nicht. Oh, war hier Besuch drin? Ja. Doch, ich erinnere mich, hier ist auch nochmal Besuch drin. Aber erst gehen wir oben gucken. Vielleicht finden wir da nochmal eine Schutzausrüstung. Komm, der Koffer kann jetzt nicht hier bleiben, oder? Ja, danke schön. Was? Ich wollte an dem Koffer vorbei und der hat mich nach oben geschleudert. Alles klar. Läufst eine Bordsteinkante runter, bist halb tot. Fällst vom Wasserturm runter, lebst. Hä? Waren hier nicht immer welche drin? Gehen wir horchen, aber ich muss aufpassen. Nicht, dass die A durch die Wand schlang oder B, ich von der anderen Seite erschossen werde. Immer von hier? Ach nee, ich bin ja vollkommen auf der anderen Seite. Okay. Also ich höre keine Zombies hier. Dann war es so, das Haus gibt's nochmal und da waren dann Zombies drin. Wirklich schade, ich würde dich gerne mitnehmen, dann bräuchte ich den anderen nicht bauen. Sehr gerne. Oh ja. Essenszeit. Ach, weißt du, eigentlich können wir uns mal den hier hinterpfeifen. Und nochmal einen kleinen Schluck Wasser trinken. War sogar ein bisschen too much.
Oh, der ist fast hinüber, der Bogen. Wir müssen auf jeden Fall bald einen neuen Bogen machen. Deshalb habe ich jetzt eigentlich auch schon den Speer ausgerüstet. Oh, sehr schön. Ah, okay. Hier lang noch Rex, wollte ich gerade sagen. Tür Nummer 1. Wie, kein Schnaps? Oh, nicht mal die Möbel sind plünderbar. Hier ist auch kein Schnaps versteckt. Okay. Na. Mann, diese Hitboxen. Nein, untere. Ah, komm, wir haben schon so viele Gloves mittlerweile. Hier noch die Tür. Moin! Ja, ist nicht plünderbar. Sehr gerne. Ja. Oh ja. Habe ich aber, glaube ich, auch noch nicht gesehen in dem Spiel, dass hier diese Art von Schrank zweimal übereinander steht. Ha! Das hier dachte ich übersehe dich, wa? So, der ist leider komplett immer noch nicht plünderbar. Ach nee! Mein Lockpick, wow! Ah, so langsam kommen hier auch neue Dekoartikel rein, wie ich sehe. Oh ja, Secrets sind immer gut. Kann man ein bisschen Blödsinn mit anstellen. Sehr schön. Wer schreibt mir denn da schon wieder? Okay. Da hoffe ich gleich dran zu denken, das am Ende der Folge mal vorzulesen, weil es betrifft Joey's Safe Game. Die erste Sonderfolge dieser Staffel hier. Er hat mir geantwortet gerade. Lag hier nicht manchmal noch eine Waffe rum? Hm. Ah, Flasche. Ah, Axt, okay. Ja, sehr gut. Also, Axt ist jetzt auch nicht unbedingt günstig herzustellen. Mal auf hier die Kiste. Ach so. Hier draußen lag dann jetzt nichts mehr, ne? Nö. Na, würde ich sagen, sind wir doch durch mit der Hütte. Ach so. Ja. Okay. Gut. Dann zurück zum Auto. Schon mal so viel wie möglich ausladen. Problem ist nur, ich habe halt nicht mehr so viel Platz, außer noch in den Koffern. Aber gut, genau dafür habe ich ja eigentlich bei, ne? So, Components nochmal 5 Stück. Das hat sich schon mal ausgezahlt. Achso, wir hatten jetzt ja keine Dingensbummens eingesammelt. So, hier machst du mal die Crowbar zurück. Und dann kannst du gleich gerne auch die zweite Axt hier reinlegen. Dann haben wir auch generell mal wieder eine Ersatzaxt. Weil die ist ja nun wirklich nicht mehr lange haltbar. Oh Gott, und der Bogen. Essen und so. Ja, wo meint ihr das jetzt erstmal hin, das ganze Zeug? Ja, ist ein bisschen voll hier, ne? Keine Medizin bei. Nee. Ja, auf jeden Fall erstmal noch Munition. Kann man sogar stacken hier, jeweils. Ja, dann. Jedes Mal kriegt er von keinen Schaden? Ich will mich nicht beschweren, aber trotzdem, das ist jetzt ein bisschen verdächtig. Oh, das wird nicht passen. Nee. Das auf den Boden schmissen? Natürlich. Davon hatten wir noch welche. Die habe ich hier unten in den Koffer reingelegt. Genau. Hier und da. Machst du die Lücke zu. Dann fangen wir jetzt an, hier weiterzumachen. So. Hier war ja nichts mehr zu plündern, ne? Auf dem LKW. Abgesehen davon, dass man da nicht raufkommt, aber gut. Hier lag eigentlich noch nie was oben drauf, möchte ich doch behaupten. Genau. Zur Orientierung, für diejenigen, die sich nicht ganz so gut auskennen, da geht's zur alten Mine. In die Richtung, quer durch den Wald. Problem ist nur mit dem Auto extrem schwer befahrbar, weil da ganz, ganz oft so eine fiesen Kanten drin sind.
Da komme ich mit dem Auto nicht durch. Ist echt blöd für mich jetzt, aber da hinten haben wir ja noch einiges zu plündern. Komm ich? Ah, komm, das probieren wir mal. Ja. Uns mal hier lang schlängeln. Das müsste doch... Ja, guck mal hier, das müsste doch gehen. Ja. Können wir die Sperre umfahren. Sehr schön. Na, na, na. Und das ohne Rumser. Sehr schön. Ah, verdammt. Blöder Böhm. Hm. Aber egal. Und den Hammer raus, weil genau dafür sind wir hier. Aber schön, das ist eine sehr, sehr reiche Ausbeute gewesen hier. Davon können wir erstmal wieder massenhaft bauen. Dann werden wir vielleicht noch einmal in die Stadt müssen, irgendwann mal, und dann war's das. Da oben die Hütte hatten wir ja, genau. Und jetzt haben wir hier vorne noch ein, zwei Dinger. Habe ich hier eigentlich jemals den Rucksack geholt? Habe ich, okay. So. Dann haben wir hier vorne noch ein bisschen was zu plündern und dann sind wir endlich durch. Dann geht's wieder ans Gebaue und dann werde ich auch hoffentlich mit ausreichend Safe Games von euch ein bisschen Abwechslung reinbringen können. Ich werde nicht drum herum kommen, ich muss den Baum da zerschlagen. Na, komm her hier. Oder? Komme ich hier außen rum? Wo eher nicht. Aber da hinten die Hütte müssen wir auch noch. Also Axt holen und Baum zerschlagen. Kommen wir jetzt nicht drum rum. Ja, dann. Wieder der Falsche. Nee, warte. Hier. Trotzdem der Falsche. Was? Ah, sag mal. Robin. Ich merke mir nie, wo ich was drin habe. Ich merke es mir einfach nie. Dann kannst du hier schon mal die abladen. Dann ist der Koffer schon fast voll. Wechselst du mal die beide aus. Und dann müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Holz schlagen. Aber das Holz nehme ich diesmal nicht mit. Da fallen trotzdem Äste runter. Mann! Ich fahre die jetzt nur zur Seite, nicht, dass wir daran hängen bleiben. Nicht fahren. Schleppen. Zack, 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 zack. Der nächste. So. Da sind wir schon wieder bei 28 Minuten. Das ist ja schon wieder schlimm, ey. Kannst gleich da liegen bleiben. Ist okay so. So. Weg ist freigeräumt. Zack, 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 zack. Dann Axt weglegen. Speer wieder rein. Axt wegbringen und dann gleich mit dem Auto weitergeheizt. Diesmal war der Richtige. So, zack. Man muss sich auch über die kleinen Dinge im Leben freuen können, oder? So, quietsch. Hey, ausschalten. So, zack. Ich hoffe, du hast ganz viel Benzin. Naja, viel ist nicht, aber immerhin. 1,5 Liter sind auch nicht zu verachten. So. Und hier müsste jetzt noch überall Loot drin sein, weil hier waren wir tatsächlich noch gar nicht in diesem Safe-Game, möchte ich meinen. Jo. Manchmal liegt ja noch was auf dem Rücksitz, aber hier diesmal nicht. Ja, eine 42er Batterie, why not? Und nochmal ein 0,5 Liter. Ja. Und an der Kirche weiß ich noch, da stand immer noch mal ein Koffer rum. Manchmal war da sogar eine Waffe drin oder halt Essen. Oder so. Ach, ein Reifen nochmal. Ja, komm, ey. Wir haben so viele Reifen mittlerweile. Erstmal gucken, ob wir hier oben drauf eine Waffe finden. Leider nicht. Vorsicht.
Achtung! Okay, eine Axt, immerhin. Der Timer meckert, das ist mir wurscht. Ich sagte, es ist mir wurscht. Hör auf. Da ist der Koffer. Und er ist mit einem Revolver bestückt. Ich fasse es nicht. Und gleich Revolver-Munition. Sind es auch wieder zwei? Nee, diesmal nur einer. Es sind doch zwei. Der eine ist nur nicht zu sehen. Ich lasse den Revolver jetzt da drin. Leider ist die Kirche immer noch nicht betretbar. Uiuiui, was denn hier passiert? Das habe ich auch noch nicht gehabt. Wo sind meine Schuhe? Waren die nicht mehr Schuhe nun? Ach Mann. Diese Hitboxen, die spinnen hier total rum mittlerweile. Oh, sehr gerne. Gab es hier nicht Schuhe drin in dem Ding? Nee, dann war das doch ein anderes Ding. Oh. Okay. Gucken wir mal eben rein. Hallo Robin. Nein, ist schon so richtig. Das war die Base, bevor das Update mit dem Tunnel gekommen ist. Ja gut, die Bilder hätte ich euch dann nochmal so extra zeigen müssen. Aber gut. Das war... Aber Joey, ich möchte mal, das hatten wir doch damals noch in der Sonderfolge mit drin gehabt. Das war damals schon so mit drin. Da hast du von dem Ende der ersten Staffel... Nee, jetzt bin ich gerade überlegen. Wann hatte ich Sonderfolgen gemacht? Weil am Ende der zweiten Staffel hatte ich keine gemacht, weil nur von Gutzel was kam. Aber am Ende der ersten Staffel hatten wir das schon als Sonderfolge drin. Von daher, wer sehen möchte, kann sich nochmal gerne von der ersten Staffel die letzten Folgen angucken. Da steht dann auch extra drin, Sonderfolge vom Joey. Da könnt ihr euch das dann angucken. Das ist Zusatzmunition, die können wir oben reinlegen. Hier hast du was zu essen. Machen wir noch eine Axt jetzt. Das ist auch so ganz gut eigentlich, ja. Aber das erklärt natürlich, warum ich das so nicht sehen konnte. Man hat aber schon gesehen, die Ansätze, dass er das wieder so bauen wollte. Finde ich auch gut so. Das ist ein gutes System, was er da hatte. Leute, ich glaube, wir müssen langsam doch zurückfahren. Ich muss mir endlich mal merken, wo ich was drin habe. Verdammt. So. Dann hast du hier nochmal Medizin. Das ist ganz gut. Obwohl... Ich soll mal zurückfahren, wir haben ja hier noch Platz. Sag mal, habe ich jetzt hier Elektro-Components, Elektro-Parts doppelt drin? Kann das sein? Ja, natürlich. Dann kannst du hier nicht die Munition reinlegen, weil die Munition haben wir auf einem extra Slot. Wo ist er denn? Nee. Da. Ziehst du die jetzt mal raus. Was lege ich dafür hin? Warte mal, ich hab doch hier noch. Auch nicht so wirklich. Ne? Ja gut, ich finde dann irgendwann schon den Platz dafür. Ganz bestimmt. Dann weiß ich, dass es da rein muss. Ganz bestimmt. Gut, ihr Lieben. Eine Folge müssen wir doch noch plündern hier. Wir sind noch nicht ganz fertig geworden hier. Ich glaube, ich fahre schon mal hin. Oder mache ich jetzt eine krasse Überlänge? Ich mache jetzt eine krasse Überlänge. Oder? Die Hütte müssen wir auf jeden Fall noch. Ich glaube, in der Hütte waren die Zombies drin. Oder in der hier? Ne, in der hier war das. Aus die Kiste. So. Ja, wir haben noch ein bisschen was auseinanderzunehmen hier. Und hier nach vorne auch noch durch. Und wenn wir das aber haben... Oh Gott, da schweben die nächsten SUVs. Ey, es ist furchtbar. Tut mir leid, aber es ist wirklich furchtbar. Nee, damit hat sich auch mein Plan erledigt. Ich dachte eigentlich, ich könnte auch eine Mauer aus SUVs mal bauen und die Batterien jeweils drin lassen und das Licht anlassen, die ganze Nacht über. Immer schön nach vorne gerichtet, da wo die Zombies herkommen könnten, so als Blendwerkzeug, mehr oder weniger. Aber gut, hat sich damit erledigt, weil wie willst du da rankommen? Außerdem, wenn du vielleicht noch dein Auto da drunter parkst und dann da oben die Teile einbaust und sobald du losfahren möchtest, werden wahrscheinlich beide nach oben katapultiert und du hast einen Flugback gleichzeitig. Keine Ahnung. Gut. Ich würde sagen, das war's für heute.
Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!